Meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time. Kaffee ist am Start. Prost. Worum geht es denn heute? Ich möchte euch gerne was Gutes tun. Und wenn dich das interessiert, dann wie immer schnapp den Kaffee und Keks und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Das Wichtigste zuerst, wenn du neu bei mir bist, würde ich mich über ein Abo freuen. Und wenn du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du wieder dabei bist. Es geht um die 1300 Abonnentenverlosung. Und da geht eigentlich ein Dank an meine Abonnenten raus. Es gibt sicherlich sehr viele, die immer nur mitmachen, wenn Verlosungen sind. Das ist mir klar, das ärgert mich, aber ich kann es nicht ändern. Und momentan, was mich auch tatsächlich ärgert, und das geht vielen Creatoren so, dass einfach von YouTube die, sage jetzt mal, die Richtlinien oder was sie präferieren, einfach anders ist. YouTube, sage jetzt mal, tut in den Listen einfach Shorts mehr fördern, habe ich das Gefühl. Das sehe ich an den Einschaltzahlen. Würde mich mal interessieren, was mögt ihr lieber? Normale Videos, wo wir einfach ein bisschen quatschen miteinander, oder lieber Shorts? Ich mache gerne beides, habe ich überhaupt kein Problem damit. Für mich war es jetzt tatsächlich, wo ich jetzt krank war, mit den Shorts wirklich besser, weil da musste ich nicht reden. Ich bin zwar jetzt noch nicht hundertprozentig fit, aber wieder so fit, dass ich euch auf die Nerven gehen kann. Yay! Und demzufolge kommt dieses schöne Paket an einen für euch, ist eine Überraschungsbox, aber ich zeige euch, was drin ist, als kleiner Dank, ja, dass ihr mich bis hierhin wieder begleitet habt. Es ist natürlich jetzt über die 1000 Abonnenten oder beziehungsweise über die 1300 Abonnenten schwieriger mittlerweile, dass die Zahlen steigen. Ich kann euch auch nicht sagen, warum. Es kann nicht nur daran liegen, dass ich hauptsächlich Boxen unboxe. Aber das ist nun mal so. Ich bin um jeden Abonnenten froh, der hier ist. Ihr wisst das. Und bei Verlosungen schreibe ich immer nur viel Glück. Einfach, weil dann immer so viele mitmachen. Aber ich würde mich freuen, wenn wir einfach den gemeinsamen Weg noch weiter gehen. Ich zeige euch jetzt mal, was in der Box drin ist. Und vielleicht ist ja das ein oder andere Produkt für euch dabei. Und das, was ihr nicht gebrauchen könnt, das gibt es ja einfach weiter. Schaut mal, ist super voll gepackt. Und das sind keine Produkte, die schlecht sind oder wo ich sage, das ist Schrott, sondern einfach Produkte, die ich doppelt, dreifach, vierfach, fünffach, siebenfach habe oder die ich einfach nicht benutze. Unter anderem eine Packung Kondome, die tue ich jetzt euch einfach mal mit rein, weil da haben wir keine Verwendung. Dann haben wir von der Firma Styos eine Augenbrauenfarbe. Benutze ich auch nicht. Ich bin mit meinen Augenbrauen tatsächlich zufrieden. Ich habe ja einen lieben Abonnenten, der mich immer fragt, wie meine Haare sind. Ich habe am 29. März einen Termin. Ich habe leider vorher keinen gekriegt. So, was haben wir denn noch drin? Und zwar von Luvos eine Heilerde. Masken gehen ja immer. Die habe ich mittlerweile doppelt. Deswegen kommt die für euch mit rein. Dann war in der Pickbox so Aufbügler. Da habe ich tatsächlich keinen Nutzen von. Aber auch der kommt rein. Ein bisschen Werbung mache ich euch rein. Und jetzt kommt eher so spannender, würde ich sagen. Wie gesagt, derjenige, der die Box gewinnt, freue ich mich jetzt schon. Bin echt gespannt, weil ich weiß es ja tatsächlich auch mal nicht, aber das ist eine schöne Sache. Das tue ich euch mit rein, das habe ich bei Amazon gekauft, da habe ich mehrere gekauft, und zwar ist das eine Box, da kannst du Creme reinmachen. Ich finde das sehr praktisch und sehr hygienisch, und dann tust du einfach so drücken und dann kommt immer so eine gewisse Creme-Mischung raus und du hast nie zu viel. Und das finde ich persönlich sehr schön. Ich finde das sehr praktisch. Auch zum Verschenken finde ich sowas sehr schön. Könnte man ja zum Beispiel eine, sagen wir jetzt mal, eine Creme, die zum Beispiel in der Tube ist, wo man vielleicht sagt, die Tube ist so hässlich, dann könnte man das da reinmachen. Eine schöne Schleife drumherum ist auf jeden Fall ein schönes Geschenk, vielleicht auch zum Muttertag. Der obligatorische Nagellack kommt auch rein. Eigentlich eine schöne Farbe, mir gefällt die eigentlich sehr gut. Die hat so einen orangigen Stich, das seht ihr ja gar nicht so genau. Aber ihr seht, ich habe wieder frische Nägel. Ich habe eine neue Nageltante, weil meine alte aufgehört hat. Und ich bin sehr zufrieden. Ja, dann von, da muss ich jedes Mal gucken, von Fix & Rouge einen Ultra Prime. Den habe ich auch schon zu zigmal gehabt und jetzt kann einer von euch den testen. Der hat auch einen stolzen Wert.
dann haben wir von ein Augenserum von Ballard en Provence. Das ist so ein festes Produkt. Das sieht aus wie so ein Seifenstück. Ich fasse es nicht an, keine Angst. So sieht das schöne Schätzchen aus. Es duftet sehr schön. Momentan rieche ich leider nichts, deswegen kann ich es euch nicht beschreiben. Ich habe es aber damals, wo ich es geunboxed habe, gerochen und ich finde es sehr angenehm. Dann tue ich von Lala Lab, das ist ja so ein, da kann man so Fotos machen. Ich persönlich nutze sowas gar nicht, deswegen kommt auch dieses rein. Dann haben wir von Larizzi was. Ich weiß gar nicht mehr, es ist schon so lange her, wo ich die Box vorbereitet habe und dann war ich ja krank. Das ist so ein Lipstick, ein brauner. Ich denke, dass der auf den Lippen nicht so dunkel ist, wie er hier erscheint, aber ich möchte den nicht öffnen oder swatchen, weil ich halt auch der Meinung bin, wenn ich das an euch verschenke oder verlose, dann müsst ihr auch nicht immer Angst haben, dass die Sachen schon mal auf waren. Es gibt zum Beispiel bei Naturkosmetik ja auch Produkte, wenn die einmal geöffnet sind, dann geht es mit dem Verfall los und das möchte ich euch eben nicht antun. Deswegen swatche ich auch oft die Produkte nicht in den Videos, aber wie gesagt, der Lipstick von Larizzi. Und das letzte Produkt, ach, machen wir es doch so rum. Von Urban Decay, eine Lidschattenpalette von der Prince Edition. Und ich habe nämlich dieselbe nochmal. Und nur allein das Packaging. Oh, ich finde die so schön. Das ist eine so hochwertige Palette. Und die Farben sind auch relativ neutral für meinen Geschmack. Man kann damit leichte Looks schminken. Und ist das nicht schön? Ich habe, also wie gesagt, ich habe ja die Palette auch. Ich finde die so schön. Auf den ersten Blick sieht es aus, als ob das wirklich so Farben sind, die kein Mensch gebrauchen kann. Aber man kann zum Beispiel mit diesem Braunton, den man ganz leicht aufträgt und vielleicht mit diesem Gold so einen Look, wie ich heute habe, machen. Ich habe mir natürlich nicht den Look heute mit der Palette geschminkt, aber man kann da wirklich auch sehr minimalistische Looks machen und ich finde die so schön. Und ja, das ist sozusagen mein Dank an euch und das wäre jetzt die Überraschungsbox. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mitmacht. Ich habe alles in die Infobox unten reingeschrieben, wann Verlosungsende ist, was du machen musst. Und wir lassen die wirklich eine Weile laufen. Ich hätte ja, wie gesagt, schon ein bisschen eher die Verlosung gemacht, aber dadurch, dass ich jetzt wirklich fast 3 Wochen krank war, hat es leider nicht so funktioniert. Aber ich sage nur mal, vielen lieben Dank. Ich freue mich über jeden, der mitmacht und vor allen Dingen auch, dass dann jemand gewinnt, der längerfristig ein Abonnent von mir ist und nicht nur kurzfristig. Würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, wie ihr diese Box findet. Ich finde die schon sehr hochwertig und ich würde mich tatsächlich auch über die Box freuen, aber ich tue sie ja für euch verlosen. Wie gesagt, drücke jeden die Daumen und bedanke mich nochmal von ganzem Herzen und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, wie immer, bleibt mir schön gesund, eure Heike.